Aber unterm Strich gesehen ist es so, dass die Staaten letztlich, was heißt die Staaten? Die Geldbetreiber, das sind ja gar nicht die Staaten, dass das nicht als Irrtum nochmal auch stehen bleibt. Denn die Geldbetreiber sind ja private Organisationen der Nichtregierung. Der IWF ist eine Nichtregierungsorganisation, ist ja 1944, glaube ich, entstanden, damals im Rahmen des Bretton Woods-Abkommens. Und das ist also quasi eine Zentralbank, die oder eine Art Zentralbank oder eine Geldsteuerungsorganisation. Organisation, aber keine staatliche Behörde, sondern eine private. Und es ist sehr schwierig, dahinter zu gucken, was da eigentlich läuft. Finanziert werden diese, wird diese, dieser IWF übrigens durch 100 und knapp 96 Staaten, also fast alle Staaten, die es auf der Welt gibt, finanziert. Und die zahlen dort je nach Wirtschaftskraft gigantische Beträge ein. Deutschland ist einer der Hauptzahler, ich glaube, der fünftgrößte auf der Welt, der da einzahlt. Wer hätte es auch anders vermutet? Interessanterweise ist der IWF nicht auskunftspflichtig, was mit diesem Geld genau passiert, welches dort eingezahlt wird. Also ein Black Hole, in das dort eingezahlt wird. Und man versucht jetzt im Rahmen dieses Chaos und diese Ablenkung, die wir jetzt gerade die ganze Zeit besprochen haben, in diesem Fall Afghanistan und so weiter, versucht man jetzt eine neue Weltfinanzordnung aufzubauen, weil die alte Weltfinanzordnung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Das Geldsystem hat zu einem Umverteilungsmechanismus geführt und es ist jetzt eigentlich nichts mehr da, was umverteilt werden kann, weil eine zu kleine Gruppe nahezu alle relevanten Positionen an Macht innehat und damit die Macht komplett übernommen hat und jetzt ihr eigenes System zum Zusammenbruch bringt. Das heißt, dass der Zusammenbruch des Finanzsystems, der Zusammenbruch auch des Mittelstandes, das, was wir ja merken, gerade auch in der Politik, und das wird ja noch verschärft, das hat System und dient eben halt der kompletten Neuordnung, die dahinter steht. Und dann wird der neue IWF Coin, das ist also eine neue digitale Währung, anvisiert. Das heißt, jeder Mensch bekommt dann nur noch ein einziges Konto und das bei einer Weltzentralbank, bekommt dann monatlich dann eben halt einen bestimmten Betrag überwiesen, ein universelles, bedingungsloses Grundeinkommen und kriegt auch gleichzeitig die Auflage, was er damit zu tun hat. Wie viel darf er für Miete ausgeben, wie viel darf er eben halt ausgeben für Essen, Trinken und so weiter. Und er muss das auch innerhalb einer bestimmten Zeit tun. Und wenn er es nicht tut, dann wird er eventuell eben halt, wird sein Geld gestrichen. Und wenn er nicht systemkonform ist, wird er sogar ganz abgeschnitten von der Finanzwelt und ist dann nicht mehr in der Lage, überhaupt noch etwas zu bezahlen. Das sind die Ziele, aber es gibt auch die gute Nachricht, die Menschen werden es nicht mit sich machen lassen. Ja, was denn? Also was glaubst du? Also erstmal, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, dann kann man ja nicht davon irgendwie gestrichen bekommen, gerade willkürlich, wie die oberen Stellen es möchten. Doch, natürlich. Da es sich um eine digitale Währung handelt und die Menschen ja jetzt, was ich vorhin gesagt hatte, ins völlige Chaos gestürzt wird, diese gesamte wirtschaftliche Situation, der Mittelstand. Sehen wir uns Deutschland mal an. Wir hatten vor 2 Jahren einen Mittelstand, Restaurants, Hotels, Fitnessstudio, kleine Betriebe, die ganzen Künstler und so weiter, die wir haben, Veranstalter, Eventmanager und so weiter. Das waren mittelständische Betriebe, die gut gelaufen sind, bis hin zu kleinen Betrieben von Boutiquen und so weiter. Und 2 Jahre später ist mehr oder weniger alles nahezu kaputt. Man hört aber nicht auf damit, sondern man zieht die Daumenschraube noch weiter an, um es noch kaputter zu machen. Jetzt muss man doch die Frage stellen, was ist damit gewollt? Der Mittelstand sind die größten Arbeitgeber, das sind die größten Steuerzahler. Warum werden die Garanten unserer Wirtschaftsordnung hier offenbar mit Wissen und Wollen zerstört? Und das sehen wir spätestens dann, wenn wir in diese IWF-Debatte reinkommen und interessieren uns für das Thema des IWF-Coin oder eben halt einer anderen digitalen Währung, dass hier offenbar eine neue Finanzarchitektur aufgebaut wird und dieses totale Chaos mit Ängsten abgelöst wird durch die totale Kontrolle mit einer Trägheit, die dann wahrscheinlich entsteht und einer Aufgabehaltung. Aber es gibt eben viele Menschen, die sagen, halt, ich erkenne das und die Gruppe wird von Tag zu Tag größer. Und
auch die politisch nicht Interessierten merken jeden Tag mehr, ich muss mich dafür interessieren, andernfalls gehe ich unter. Ich darf nicht mehr einfach vertrauen. Die Parteiendemokratie hat versagt, die gesamten Systeme, die Kompetenz der vermeintlichen politischen Führer hat versagt und wir sehen, dass eine Steuerung offenbar von ganz anderer Seite stattfindet. Das merkt auch der Dümmste. Und wenn man sich dann nach und nach immer mehr damit zu beschäftigen versucht, kommt man dahinter. Guckt euch bitte diesen Vortrag an von Ernst Wolf. Der bringt es dort wirklich in einer klaren Form auf den Punkt. Deutlich, erschreckend, aber auch mit der guten Nachricht am Ende. Ich glaube auch, die Menschen werden es nicht mit sich machen lassen und dann irgendwann auf die Barrikaden gehen. Und die einzige Lösung, die ich sehe für unser Finanzsystem, sind wieder regionale Lösungen, wo nämlich die Wirtschaft eine Rolle spielt und nicht mehr das Geld. Das Geld sollte ein Hilfsmittel zur Wirtschaft sein, aber nicht die Wirtschaft sollte dem Geldsystem dienen. Und genau das haben wir mittlerweile. Wenn das wieder auf gesunde Füße gestellt wird, wir wissen, dass man zum Beispiel Menschen enteignen konnte. Denken wir an die Zwangshypothek Anfang der 50er Jahre. Das gilt auch für die Ultrareichen. Auch die sind enteignbar. Und man kann sie auch theoretisch enteignen, vorausgesetzt, die große Masse der Menschen erkennt, wie die Machtverhältnisse eigentlich sind. Ja, und genau wenn wir die Wechselwirkung kennen aus den Gesetzen der Natur, wie wir sie immer wieder mal beschreiben und wie man sie wirklich hervorragend nachlesen kann im Studium der Schöpfungsarchitektur in dem großen Werk Im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, dann werden einem die Situation natürlich auch klar, warum momentan das Pendel genau gegen Europa schlägt. Und ich möchte hier nochmal hinweisen auf dein Buch, liebe Eva, und das ist mir wirklich wichtig, gerade, das ist immer so eine Eigenwerbung, aber es ist wichtig, dieses Blutgericht Europa ist ein großartiges Werk, wo aus Sicht dieser Schöpfungsarchitektur die Geschichte mit den, ich sage mal, herkömmlichen Historikern, die zugrunde liegen, mit den Zahlen, Daten, Fakten, die man in den Dokumenten und in den Geschichtsbüchern findet, dass genau darüber erklärt wird, aber eben halt aus einer anderen Perspektive, nämlich eine Nummer höher, oberhalb der normalen Menschlichkeit, dass man dann erkennt, warum es so gelaufen ist, wie Karl der Große beispielsweise damals in Europa sein Unwesen trieb und heute ganz Leute sogar wie Laschet stolz darauf waren, dass sie angeblich Nachfahren von Karl dem Großen sind. Daran erkennt man auch immer so die Geschichtsfähigkeit von manchen in der Politik. Aber es ist trotz alledem sehr interessant, wie sich dann über das Mittelalter dann diese Welt entwickelt hat. Und das ist ein historischer Abriss par excellence, den man dann endlich auch versteht, wo nicht irgendwelche Personen genannt werden, Ludwig der 14. und wann hat er gelebt, was hat er gemacht, was hat er gebaut, und das ist so alles aus dem Kontext gerissen. Deshalb haben so wenig Menschen Interesse an der Geschichte, weil Geschichte in der Schule so gelehrt wird. Ich habe das damals auch als Junge erfahren, dass man irgendwelche Einzelpersonen irgendwie darstellte, ohne zu erklären, welche Funktion und wie es weiterging, wo es herkam. Also eingebunden im gesamten Kontext, wie Religionen, wie zum Beispiel Geopolitik, wie zum Beispiel die Kultur, die Mentalität, Soziologie, all diese Faktoren, die spielen ja zusammen, um einen Zopf daraus zu flechten. Und in diesem Buch ist genau das entstanden, wo die Menschen Geschichte das erste Mal verstehen, auch wenn sie vorher immer gesagt haben, das ist anders, nicht meine Welt, ich erinnere mich an meine Schulzeit, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da kommt plötzlich das Gefallen und dann wird's auch ganz klar. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute
nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.